Grüße euch zum Männerwochenorakel vom 28. Dezember 2015 bis zum 3. Januar 2016. Kaum zu glauben, schon wieder ist ein Jahr vorbei. So schnell geht das. Ich habe Gott sei Dank meine Kopfhörer wieder gefunden. Und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt wesentlich besser. Denke ich doch. Ne? Okay, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Weihnachten. Und ja, jetzt steht das neue Jahr schon wieder vor der Tür. Und man weiß gar nicht so richtig, wie wird's jetzt um Silvester, ja? Und naja. Können wir mal reinschauen, ne? Das schadet ja nicht. Also für die erste Legung habe ich hier eine Schildkröte ausgewählt. Und für die zweite Legung einen Ring. Und für die dritte Legung ein Aventurin. Okay. Die Krafttierkarte für die Woche ist der Aal. Huch, das sieht man gar nicht so gut. So, perfekt. Ja, der Aal steht für massiver Neid. Also manchmal ist man auch so glatt wie ein Aal. Ja? Das ist so auch geschickt windig, um sich hier auch irgendwo rauszuwinden. Weil hier, mache die neidvollen Energien in deinem Umfeld aus, die dein Wohlbefinden beeinträchtigen. Schütze dich vor ihnen und dein Leben kommt wieder in Fluss. Deine Affirmation für die Woche: Ich schütze mich jetzt gegen energetische Beeinträchtigungen. Hört sich ja interessant an. Okay. Ich ziehe uns noch spontan eine spirituelle Geldbewusstseinskarte fürs Wohlbefinden, so Wohlstandsimpuls. Und da hätten wir: Wenn anderen zu gewinnen verhelfe, gewinne auch ich. Also, wenn ich anderen zu gewinnen verhelfe, gewinne auch ich. Na, das hört sich doch gut an. Die Karte habe ich noch gar nicht gezogen. Aber im Endeffekt stimmt's. Wenn die anderen auch gewinnen und dann haben sie auch mehr Geld, um Geld auszugeben. Und dann gewinnt man selbst ja auch. Ja? Das, was du säst, das erntest du. Frage dich deshalb einmal, wie nah du bereits deinem Selbst bist. Was tust du in deinem Alltag, um dein Geld zu verdienen? Lieferst du damit der Gesellschaft deinen authentischen Beitrag? Bringst du deine ganze Liebe damit zum Ausdruck? Und wie viel Mut hast du bereits entwickelt, deinem Herzen zu folgen? Denn je mehr du diese Qualitäten entwickelst, desto mehr kannst du anderen ganz automatisch auch eine Art von Segen überbringen. Okay. Lebensblume. Ich finde jetzt Rückseite noch schöner. Okay, fangen wir mit der ersten Legung an. Mit der allgemeinen Karte.
Und hier haben wir Tor, die Stärke. Mythos, Tor oder Donar, der Donnerer, ist ein Sohn Odins und der stärkste unter den Assen. Er ist der große Beschützer Asgards und Midgards im Kampf gegen die zerstörenden Kräfte der Riesen. Allgemein, Thor konfrontiert uns mit Eigenschaften wie Leidenschaft, Willensstärke, Heißblütigkeit und ungestümer Übertreibung. Er steht für eine lebenshungrige Sturm- und Drangphase, in der man gewillt ist, seine Kräfte auszutesten, mit anderen zu messen und entsprechend umzusetzen. Gleich, ob es sich dabei um Liebesdinge, berufliche Ziele oder andere Projekte handelt. Wichtig ist, diese spontanen Energien praktisch sowie zielorientiert zu nutzen und Nägel mit Köpfen zu machen. Es mag ferner der rechte Zeitpunkt gekommen sein, um einmal richtig mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen, um unserem Willen Nachdruck zu verleihen, beziehungsweise unseren Gedanken und Ideen Gehör zu verschaffen. Okay. Kommen wir zur beruflichen Situation. Erkennen, Sigtrifar. Ja, die Sigtrifa sollte hier gerettet werden von Odin, auch vergleichbar mit Brünhild, der auch in dem flammenden Turm ja beschützt ist. Und der Mythos Sigtrifa, eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wird. Oh, sorry, umgekehrt. Aber trotzdem Siegfried kommt, ja. Siegfried durchschreitet den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Beruf. Hier werden wir mit einem Thema konfrontiert, dessen eigentlicher Sinn sich schon hinter der Bezeichnung Beruf verbirgt. Es geht um jene Tätigkeiten, zu denen wir uns wahrhaft berufen fühlen und deren Umsetzung oder Ausführung uns ein großes Bedürfnis ist, da wir über die Gewissheit verfügen, bei unserem Projekt von innen geführt zu werden. Stellt sich hier die Frage nach einem Was tun, kann die ebenso banale wie direkte Antwort nur lauten, das, was getan werden muss, ungeachtet dessen, welche Widerstände und Gegenargumente uns im Außen auch begegnen. Bleiben wir bei unseren Aktionen, bei uns selbst, handeln wir mit offenem Herzen und nach bestem Gewissen werden unsere Bemühungen von Erfolg gekrönt sein. Schön. Auch vielen Dank für alle, die jetzt zu dieser Jahreszeit noch arbeiten müssen. Und hier haben wir beziehungstechnisch und zwischenmenschlich das Rheingold. Mythos. Der sagenumwobene Nibelungenhort soll ursprünglich von Zwergen geschaffen worden sein. Viele versuchen ihn zu bekommen, doch bringt er keinem seine Eigner wirkliches Glück, da allesamt an dem Fluch des Goldes zugrunde gehen. Beziehung. Auf dem Spielfeld der Gefühle und Leidenschaften laufen wir Gefahr, uns von Schönheit, Charme sowie äußerem Glanz blenden und fesseln zu lassen, oder aber selbst diese goldenen Ketten einem anderen anzulegen. Geld und Liebe sowie Sex und Macht standen oder stehen schon immer in enger Beziehung zueinander. Wo aber Liebe nur im Umfeld finanzieller Sicherheit aufblüht, wird man bald bitter erkennen müssen, dass Geld alleine nicht glücklich macht und die Sehnsucht nach Macht
Sicherheit und Reichtum letztendlich jedes wirkliche Gefühl zu vergiften weiß. Will-o'-the-wisp. Nun haben wir dich. Das Bild zeigt einen kleinen Elf mit einer Laterne, der als Irrlicht über sumpfiges Gelände flitzt. Die Interpretation, das Erscheinen von Will-o'-the-Wisp bedeutet Täuschung, Betrug oder Fehlwahrnehmungen. Auch Selbsttäuschung oder Wunschdenken kann damit gemeint sein. Ja, also die Irländer, die gehen bei Nebel definitiv nicht vor die Tür. Und hier haben wir, wow, super, The Map, Gipfel des Glücks. Ja, hier scheinst du finanziell abgesichert zu sein. Du hast auch jemand an deiner Seite insgesamt. Und der Gipfel des Glücks. Dein Leben ist erfüllt von Glück. Teile es mit anderen. Da hast du jetzt zu Silvester auch die passende Gelegenheit dazu. Heute ist die Freude dein, wonach immer du dich erkundigt hast, und kannst dich über den Ausgang deiner Sache glücklich schätzen. Langsam stellt sich das Glück der Zufriedenheit mit dem Erreichten ein. Fühl, du hart gearbeitet hast, du bist von treuen Weggefährten umgeben und die Ereignisse weisen in dieselbe Richtung, um dich auf die nächste Ebene deines Lebens zu führen. Die Welt ergibt für dich einen harmonischen Zusammenklang. Das Leben ist aufregend und verheißungsvoll. Sei voller Dankbarkeit im Herzen und teile dein Glück mit anderen. Freude ist ansteckend. Klasse. Jetzt bin ich mal gespannt. Welcher Engel hier erscheint? Oh, Vitura. Die Erlösung. Ich habe noch gar nicht geguckt, wo es ist. Ich kann es leider nicht auswendig, es sind viel zu viele Karten, die ich habe. Da muss ich immer noch reinschauen. Hier ist sie doch. Aufatmen. Es gelingt Ihnen, sich aus unzumutbaren Umständen, emotionalen Zwängen und Abhängigkeiten zu befreien. Es wurde Zeit, sich negativen Einflüssen zu entziehen, sich wieder auf Ihre eigentlichen Talente zu besinnen und all die verschütteten Begabungen neu zu aktivieren. Um damit Ihr wahres Ich, die Großartigkeit Ihrer Seele freizulegen. Endlich glauben Sie wieder an sich, geben Ihrer Kraft, Ihrer Kreativität und Ihrem Leben wieder eine Chance. Sie wussten ja schon gar nicht mehr, wie tüchtig, zielstrebig und erfolgreich Sie sein können. Jetzt beginnen Sie einen neuen Lebensabschnitt, schmieden wieder Pläne, verfolgen Sie alle neuen Ideen und Impulse, die Sie jetzt haben. Mögliche Gefahr? Zu viele Widerstände gegen heilsame Vorschläge aufzubauen. Vitura stärkt Ihren Glauben an die eigenen Fähigkeiten und hilft Ihnen, sich und Ihrem Leben zu wandeln, um aus dem Leid erlöst zu werden. Kernpunkte dieser Woche. Ihnen fallen Lasten von den Schultern. Konzentrieren Sie sich auf neue Aufgaben und besinnen Sie sich auf das Wesentliche. Okay, kommen wir zur
zweiten Legung die allgemeine Karte Autumla die Üppigkeit. Mythos. Aus der Vereinigung von Feuer und Eis entsteht Ymir und die Urkur Autumla. Ihre Milch nährt den Urzeitriesen, während sie aus dem entstandenen Reif das erste menschliche Wesen freileckt. Buri, den Stammvater der Götter. Autumla zeigt eine harmonische Verbindung zwischen unserem seelischen Empfinden und dem materiellen Bedürfnis unseres Körpers. Kurz, sie steht für Wohlergehen, da dieser harmonische und daher spannungsarme Zustand jedoch durch menschliche Unreife nicht selten Bequemlichkeit, Unselbstständigkeit, Anspruchsdenken oder blindes Klammern nach sich zieht, wird auch dieser glücklichen Phase in absehbarer Zeit ein natürliches Ende gesetzt sein. Als Person treffen wir auf einen liebevollen, bewahrenden und umsorgenden Menschen, der schützend seine Hände über uns oder andere hält. Es mag auch sein, dass die Karte für eine Intuition, Verein, Familie, Sponsor etc. steht, deren Wohlwollen und Unterstützung uns gilt. Beruf? Gevion, die Anziehungskraft. Siehst du jetzt noch Arbeit an? Zum Jahreswechsel. Auch dir möchte ich danken, wenn du hier... Ja, also manche sind vielleicht auch, wissen nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollen und suchen sich vielleicht auch Arbeit. Ja, ja, wir kommen, wir machen jetzt gleich den Weihnachtsbaum weg, bevor der jetzt zu viele Nadeln fallen lässt. Oder, ach, wir lassen ihn stehen bis Ende Januar, je nachdem. Das kann jeder machen, wie er möchte. Eine Bekannte hat ihn gestern schon entsorgt. Ja, und warte schon auf den Frühling. Süß. Okay. Mythos. Gevion ist eine der Assassinen, die ursprünglich wohl aus dem Geschlecht der Wanden stammt. Es gelingt ihr mit Hilfe von 4 in Ochsen verwandelte Riesensöhnen, König Gylfi ein gewaltiges Stück Land zu entwenden. Okay, Beruf. In unserem persönlichen Arbeitsbereich sind Klarheit, Struktur und Stabilität angezeigt, wenn wir bereit sind, dafür auch einzutreten. Absicherung des bisherigen Erreichten ist ebenfalls ein Thema und sollte nicht zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Ein günstiger Zeitpunkt, um Verträge und Verhandlungen zum Abschluss zu bringen, wobei sämtliche Klauseln gut geprüft werden sollten. Liebe und Beziehung, die Gritte, die Hilfsbereitschaft. Mythos. Auf einer seiner Wanderungen trifft Thor auf die zauberkundige Riesin, welche ihm ihre Waffen leiht und ihm freundschaftlichen Rat erteilt. Beziehung? In unserer Beziehung steht jetzt freies Geben weit höher im Kurs als Nehmen. Stumme Hilferufe sollten nicht ignoriert werden, da unser Gegenüber möglicherweise von Ängsten, Scham und Misstrauen besetzt ist, welche ihn oder sie daran blockieren, sich frei mitzuteilen. Oft helfen wir unserem Gegenüber schon durch ein einfaches Gespräch oder bloßes Zuhören.
durch das wir ihm ein Gefühl vermitteln können, ernst genommen zu werden und mit seinen Sorgen und Nöten nicht alleine dazustehen. Okay. Quackach. Also sehr bodenständige Frau, würde ich sagen. Na, sie liegt jetzt auf dem Kopf. Ja, ein langhaariger Elf, der ein Kleid aus gewebtem Wollstoff trägt, steht vor einem schottischen Schloss am Rande eines Loch eines Sees. Und die, ja, ist sehr traditionsbewusst und in der Heimat sehr verwurzelt ist diese Person. Also umgekehrt, wenn ein Kruagach umgekehrt auftaucht, so steht das für leere Formen und Rituale, umständliche Antragsstellerei, Verharren in Routine und Langeweile. Vielleicht kommt es auch zu Familienzwist in Bezug auf Testament und Erbschaft oder ein Umzug steht ins Haus. Okay. Und ich... Vielleicht habt ihr jetzt einfach auch ein bisschen viel aufeinander gesessen. Ne? So, dass man einfach auch mal alleine rausgeht und mit dem Hund oder so und spazieren geht, tief durchatmet und jeder mal Zeit für sich hat, ne? Kurz durchzuatmen. Hier haben wir die 24, den Sumpf, also im Sumpf. Du bist aufgefordert anzuhalten, um des Wunders des Lebens inne zu werden. In umgekehrter Position will dir diese Karte sagen, dass du feststeckst, weil du eigensinnig darauf beharrst, zu bekommen, was, wie und wann du es willst. Es mag unbequem sein, zuzugeben, dass die von dir gewählte Handlungsweise jetzt nicht die richtige für dich ist. Die Entscheidung liegt doch immer bei dir. Du kannst dich entweder abstrampeln und keinen Schritt dabei weiterkommen oder dir einen Moment Zeit nehmen, um zu realisieren, dass du dich im Sumpf befindest. Aus ihm heraussteigen, deine Kleider vom Schmutz befreien und trocknen lassen und dich sodann anderen Dingen zuzuwenden. Dich erwartet ein weitaus lohnenderes Abenteuer. Du wirst wissen, wenn es an der Zeit ist, zu ihm aufzubrechen. Und deine Engelkarte für diese Woche, hier haben wir deiner, die Kraft der Liebe. Sie werden jetzt von Aufgaben gestellt, die Sie glauben, nicht bewältigen zu können. Keine Angst. Solange Sie auf die Stimme Ihres Herzens hören, bekommen Sie Hilfe und schaffen alles, wenn Ihr Herz in Liebe zu einer Aufgabe oder einem Menschen entbrannt ist. Sind Sie auf dem richtigen Weg, von unzähligen Schutzengeln umgeben und dem Glück am nächsten? Die Entscheidung, die sie aus Liebe treffen, ist von segensreichen Energien begleitet und verspricht Erfolg. Erfüllt von Liebe werden sie gütig, klar und stark. Liebe will nichts besitzen, nichts erzwingen. Sie geben, was sie können und nehmen dankbar an, was ihnen gegeben wird, selbst Schmerz. Denn der reinigt und öffnet sie für die wahre Liebe. Mögliche Gefahr? Von anderen die gleiche Lauterkeit zu erwarten und ausgenutzt zu werden. Deiner öffnet ihr Herz, stärkt ihre Liebesenergie und ermutigt sie, ihre Gefühle voll fließen zu lassen.
Punkte der Woche. Geben Sie anderen Liebe. Nehmen Sie die Sympathie, die Ihnen zuteil wird, freudig an. Boah, super, oder? Hier verschiebt sich alles. Okay, kommen wir zur nächsten Legung, das Aventurin-Herz. Hier haben wir Widder, die Besonnenheit. Mythos, wieder ein Sohn Odins und der Riesen Grit. Sein Wohnsitz ist das wild wuchernde Waldland, wo er als schweigsamer Einzelgänger lebt. Er rächt Odins Tod, indem er seinen gewaltigen Schuh ins Maul des Frenier-Wolfes tritt. Allgemein, wieder fordert uns zu Umsicht und Besonnenheit auf. Nicht euphorisches Drauflosstürmen und blindes Agieren sind gefragt, sondern die Dinge und Vorgänge erst einmal zu beobachten und auf ihre Machbarkeit hin zu prüfen. Als Person zeigt Widder einen zuverlässigen, pflichtbewussten und praktisch veranlagten Menschen, den man zum Freund zu haben, sich glücklich schätzen kann. Er fügt über einen gesunden Menschenverstand und steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Ausdauer und Bescheidenheit sind ihm zu eigen. Und er zieht Ruhe und stille Einsamkeit einem lauten und hektischen Treiben vor. Bei aller Ernsthaftigkeit sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Spaß und die Leichtigkeit am Leben nicht verloren geht, da sich sonst lustlose Pflichterfüllung, Angst vor seelischer Berührung und Altersstarrsinn einzuschleichen droht. Okay, dann schauen wir mal in das Berufliche. Hier haben wir Sindni und Brock. Die Kunstfertigkeit. Also gerade an Weihnachten das Gespräch darüber gehabt. Ach ja, genau, Traubner war's, was ich vergessen habe. Also Mythos, die beiden geschickten Zwergenbrüder erschaffen im Verlauf einer Wette mit Loki drei wundersame Gegenstände, Mjölnir, den Hammer Thors, den goldenen Eber Gullin Dursti für Freya und den Ring Traupnir für Odin. Beruf. Im Arbeitsbereich ist der Satz »Gut Ding will Weile haben« angebracht, da wirklicher Erfolg durch hart erbrachte Arbeit stets noch versüßt wird. Fleiß, Geduld und Beharrlichkeit führen ans gewünschte Ziel. Ebenso kann mit dieser Karte auch die Entdeckung verborgener Talente, Potenziale und Möglichkeiten angesprochen sein, die gleichfalls gelebt werden oder auf eine wirkliche Berufung hindeuten wollen. Die Liebe und das Zwischenmenschliche, hier habe ich zwei Karten. Hier haben wir einmal Mimirs Brunnen, ja, die Weisheit. Mimir ist ein uralter weiser Riese, der über einen Brunnen wacht, in dessen Tiefen die Erinnerungen an alle Geschehnisse dieser Welt schlummern.
Odin opfert ein Auge, um aus der Quelle trinken zu dürfen. Beziehung. Mimirs Brunnen erinnert uns daran, dass letztendlich alle Menschen aus ein und derselben Quelle kommen und gespeist werden. Erfahrungen, die wir gemeinsam mit unserem Partner machen, führen zu seelischer Reife, wenn wir bereit sind, auch Opfer zu erbringen, das Verabschieden überhöhter Erwartungen gehört genauso dazu wie das Erkennen, dass unser Gegenüber uns mit jenen Eigenschaften und Widerständen konfrontiert, deren Erfahrungen und Verarbeitung wir selbst auf unserem Weg zur Ganzwerdung gewählt haben. Die drei Nornen. Das Schicksal. Mythos, die drei Nornen, welche die drei Zeitprinzipien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verkörpern, sitzen an ihrem Brunnen unter einer Wurzel der Weltenesche und spinnen die Lebensfäden der Götter und Menschen. Beziehung. Die Nornen zeigen uns, dass Wandlung nur durch unsere innere Bereitschaft zu wirklicher Hingabe stattfinden kann. Es ist sinnvoller, sich auf Situationen einzulassen oder durch Zustände hindurchzugehen, als ihnen ständig auszuweichen. Nur so können wir die Erfahrungen, die auf uns warten, auch sinnvoll nutzen, um an ihrem Durchleben zu wachsen. Zum Trost sei erwähnt, dass die Seele das, was sie einmal wahrhaft durchlebt hat, vermutlich kein zweites Mal zu wiederholen braucht. Die eigene Bestimmung zu erspüren und ihr mit vertrauensvoller Gelassenheit zu folgen, setzt jene Kräfte frei, die uns vom Niederen zum Höheren reifen lassen. Wow. Wir sind in einer gewissen Wachstumsphase, würde ich fast behaupten. Und das Hexengeister-Orakel, a Trow. Naja, gefällt dir das Geld doch besser, wie das Gefühl. Ein vierschrötiger, missgestalteter Schrat, der von Kopf bis Fuß in Grau gekleidet ist, schlürft durch eine Nebellandschaft auf einer der Settlandinseln. An der unteren rechten Ecke der Karte sieht man drei goldene Münzen. Die Interpretation. Wenn der Trow in ihren Karten umherschleicht, so gibt es jemanden, der ihr freundliches Wesen ausbeutet. Menschen, die sich selbst nicht anstrengen wollen, missbrauchen ihre Großzügigkeit. Das kann sich auf Freunde und Verwandte beziehen, die sich ihnen aufdrängen, die von ihnen alles Mögliche borgen oder ohne die Leihgabe zurückzugeben. Sie erwarten von ihnen, dass sie alles bezahlen und beanspruchen ihre ganze kostbare Zeit und Aufmerksamkeit. Rücksichtslose Gäste bleiben länger, als sie willkommen sind und missbrauchen ihre Gastfreundschaft. Und der Map für diese Woche? Die Metamorphose.
Nisse, pass auch mal auf, falls die zu lange bleiben, dass sie dich auch hier nicht ausbremsen in deinem Ziel, was du vor Augen hast. Und ja, bevor dich das stört, dass hier der erste Besuch zu lange bleibt, musst du das von vornherein sagen. Ja, das geht auf jeden Fall nicht, dass du hier bleibst bis dann. Ich habe noch Termine, ich habe 2 Stunden Zeit für zum Reden, aber mehr dann auch nicht. Du befindest dich inmitten eines tiefgreifenden und wunderbaren Wandlungsprozesses. Wir haben manchmal dunkle und chaotische Zeiten zu bestehen. Nicht anders erlebt auch die Raupe eine Art Albtraum, wenn sie dabei ist, sich in einen Schmetterling zu verwandeln. Wir haben die Tendenz, das Schlimmste anzunehmen, sobald sich die ersten Anzeichen von Schwierigkeiten zeigen. Wenn uns etwas genommen wird oder wenn wir unfreiwillig in eine Situation geraten, die uns dazu zwingt, alte Vorstellungen darüber, wie unser Leben auszusehen hat, aufzugeben. Du bist kein Opfer, sondern erlebst eine Phase des Unbehagens, die wir alle durchmachen, bevor Schöneres sich uns offenbart. Okay, und der Engel der Woche haben wir mal so die Kraft. Mit Freude und Begeisterung stürzen Sie sich ins pralle Leben und auf Ihre Aufgaben. Sie engagieren sich bis zum Äußersten und entwickeln im Kampf für Ihre Ziele Bärenkräfte. Was immer Sie sich jetzt vornehmen, es verlangt Ihren vollen Einsatz, Ihre ganze Power. Wenn Sie sich dann noch mutig über verkrustete Moralvorstellungen und Gesellschaftstabus hinwegsetzen, ist Ihnen der Erfolg sicher. Schämen Sie sich nicht, wenn die Triebfeder Ihres Handelns pure Leidenschaft ist. Es geht jetzt auch darum, die eigenen animalischen Instinkte wie Gier und Lust zu akzeptieren, sie sogar für ihre Aktivitäten zu nutzen. Sie haben jetzt die Chance, sich aus eigener Kraft etwas Großes zu erschaffen, dadurch sich und anderen große Freude zu bereiten. Mögliche Gefahr, ihre Leidenschaft zu unterdrücken oder sich zu sehr zu verausgaben. Masso setzt große Kraftreserven frei, schenkt Mut, Leidenschaft und Lebensfreude. Die Punkte dieser Woche bringen Sie Ihre Freude deutlicher zum Ausdruck. Vertrauen Sie auf Ihre Kräfte. Lassen Sie andere Ihre Kampfbereitschaft spüren. Toll. Ach ja, wir haben natürlich auch die Ja, Nein, Vielleicht-Frage. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt habe ich noch überlegt. Ich habe ganz tolle Karten geschenkt bekommen. Ja, also von Neue Erde. Also ich zeige es euch hier mal. Die Steinheilkunde-Karte von Ursula Dombrowski Michael Ginger. So war ich im Esoterikladen in Kaiserslautern, in Düren, in der Richard-Wagner-Straße 67. Und ich werde uns allgemein für diese Woche noch eine Karte ziehen. Schauen wir mal,
was sie uns berichten möchte. Ich finde die ganz toll. Ich bin mal gespannt, wie ich sie hier in meine Legungen einarbeite. Ich hatte da noch so ein indische Fingerzeichen entdeckt, aber ich dachte mir, das war sehr schade. Das passt hier nicht so richtig dazu. Okay. Und so. Könnt ihr euch in Ruhe entspannen? Ich finde das auch sehr herrlich, wie dann die Karten riechen. Okay, die Karte ist gezogen und ich löse auf. Oh, die Vielleicht-Karte, ja. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Ja. Nein. Und die Karte, na? Gelegenheiten ergreifen. Fühlst du dich im Moment gebremst oder ist dir gerade alles zu viel? Geht deine Stimmung ständig auf und ab? Himmelhoch, jauchzend und dann zu Tode betrübt. Hast du das Gefühl, dass dein Schicksal ungerecht ist und du nicht dagegen ankommst, wie du dich auch immer bemühst? Kann es vorkommen, dass du gute Gelegenheiten immer wieder verpasst und erst im Nachhinein erkennst? Bekommst du manchmal gar nicht mit, was vor sich geht? Fehlt dir der siebte Sinn, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein? Primärtrikline Mineralien helfen dir oder lehren dich bei einem Neuanfang und in unbekannten Situationen. Du kannst sehr gut wahrnehmen, was für dich richtig ist. Du ergreifst die richtigen Gelegenheiten und hast dein Leben selbst im Griff. Du bist selbst Meisterin oder Meister des Schicksals und deines Glückes Schmied. Passende Steine dafür sind Alpit, Amazonit, Astrophyllit, Buntfeldspat, Labradorit, Labradorit Weiß, in Klammer Regenbogenmondstein, Larimar, Porphyrit, Sonnenstein, Spektrolit. Super. Also im Dyan habe ich gesehen, findet ihr auch meine Engelkarten, die ich heute hier verwendet habe, sowie Lenormand-Karten in unterschiedlichen Ausführungen. Auch meine, wie heißt denn nochmal? Heile die Wunden der Liebe. Ja, also das ist auch mehr so wie ein Spiel zu sehen, ja, auch um Kleinigkeiten, so kleine Probleme zu lösen, ist es mehr ein Spiel wie, jetzt so eine Deutung an sich, ne, so eine Spielerei, wo man sich als Pärchen zusammensetzen kann und, ach, wir ziehen jetzt einfach eine Karte und dann fragt man sich gegenseitig, ja, ist das jetzt so? Und manchmal
ist man nicht synchron, ja, jeder läuft in eine andere Richtung und dann ist es leider so, man sollte gewissen Pfeilen ausweichen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Rutsch, also ein wunderschönes Silvester und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.